Hallöchen und willkommen zurück hier im alten Ägypten mit eurem Rob. Immer noch die gleiche Map. Wir sind fast am Ziel. Wir brauchen nur noch ein bisschen Monumentwertung. Da fehlt es noch ein bisschen an den Ziegelsteinen. Bevölkerung passt. Die Wohlstandswertung passt fast. Königliche Wertung, die ist bombastisch. Kulturwertung, die ist auch okay. Wie gesagt, Monumente noch und natürlich der Wohlstand. Ja, können wir genau reingucken. Oh, Wohlstand passt sogar. Einmal frei. Es fehlt also nur noch die Monumentwertung. Da sind wir auch dabei. Ich habe genug Ziegeleien, die nur Ton brauchen, der nicht da ist. Doch, da ist genug Ton. Die müssten also gleich beliefert werden. Und hier ist einfach nur viel zu viel Geschirr. Ihr nehmt nur 3/4 an, dann passt das wieder. So. Und ich würde sagen, damit es nicht so lange dauert. Oh, die kann ich auch noch verkaufen. Wie gesagt, ich mache jetzt Leinen, ne? Die kann man dann exportieren. Ich lasse mal 400, lasse ich mal immer drin. So, Pharao kann ich liefern. Ne, kann ich nicht. Dann mache ich mal beim Bier 900. Okay. Und ich erhöhe die Geschwindigkeit, damit es nicht lange dauert. Und Vollspeed. Ja, da kennen wir fast gar nicht die Leute. Die rennen hier durch. Ist ja Wahnsinn. Hier 900 Bier nach 6 Monate. Müsste eigentlich jetzt fast da sein. Ist es da. Ich kann hier wieder runterdrehen auf 800. Und weiter geht's. Geld steigt ohne Ende. Das Spiel wurde gespeichert, das ist immer schön zu wissen. Dann wird es auch anscheinend langsamer. Weil so erkennt man eigentlich, was die Leute machen. Was hier bei euch? Okay, die Noob-Amboss, die möchte mehr leihen und die ist jetzt dazu bereit, mehr zu kaufen. Das ist natürlich sehr gut. Aber was fehlt euch denn? Es wird bald wieder aufsteigen. Okay, da hat irgendwas ganz kurz nur gefehlt. Feuer in der Stadt. Wo brennt es denn? Ich sehe es nicht. Wo brennt es denn? Spezialkarten, Risiken, Feuer. Ah, da hat es gebrannt. Okay, ein Geschenk, das nehme ich natürlich an. Was hat hier gebrennt? Eine Papyruswerkstatt. Arbeitslosigkeit 18%, das ist zu viel. Also hat keinen Zugang zur Straße, dann bringt das eh nichts. Aber wir brauchen noch mehr Arbeiter. Dann machen wir einfach mal einen kleinen Trick und bauen ein paar Arbeiterlager, die eigentlich nichts mehr bringen. Außer halt Arbeitskräfte wegnehmen vom Markt. So. Und das machen die recht viel. Ja, in der Mittelvorhersage. Will der Pharao schon wieder Bier? Oder kauft jemand mehr Bier? Das ist immer gut. Und der Pharao, was will der schon wieder? Schon wieder 1000 Bier. Ey, wie viel trinkt denn der? Das gibt's doch gar nicht. So, die Masterbahn, sie entwickeln sich langsam voran. Die Forderung kann erfüllt werden, dann machen wir das auch gleich. So, raus damit. Tjo. Dann kriege ich mir wieder ein bisschen Ziegelstein geschenkt, das ist sehr gut. Nahrung passt, das passt. Wir gucken nochmal alle Parameter durch. Kultur passt, Wohlstand passt, Monumentwertung haben wir jetzt schon 5, Königliche Wertung 96, das ist ja mehr als Bombe. Ich bekomme, zeige ich mir kein Geld. Hallo, ich will Geld. Königlicher Schreiber. Ich möchte Geld bekommen. Ah, ich weiß, warum ich keins bekomme. Ich brauche meinen eigenen Palast. Oder meinen Wohnsitz. Die Königreichwertung steigt. Ja, die müsste jetzt auf 1000 sein, weil höher geht's nicht. So. Und da ist mein Palast. Und jetzt kriege ich Geld, ne? Ne, klar. 8 pro Monat, einmal frei. Denn mein Säckelchen soll sich ja auch füllen. Annehmen. Angenommen, sehr gut. Können wir gleich wieder verbraten. Ist schon wieder weg. So, da ist es weg. Die Masterbar wechselt. Wie brauche ich denn hier noch? Die ist zu 41% fertig. Das ist okay. 37% und 37%. Jemand möchte Fisch. Fisch habe ich nicht im Warenlager. Brauche ich jetzt einen Warenlager für. Dann hier mal kurz annehmen. Bis zu 3/4. Und go. Haben wir genug Fisch? Haben wir. Okay, okay. Besondere Befehle. Fisch leeren. Und gut ist. So, da müssen wir jetzt wieder unsere Fischbestände ein bisschen erholen lassen, wenn die jetzt Fisch wollten.
Königreichwertung steigt. Na, wie hoch soll es denn noch gehen? Wir sind bei 100, da passiert gar nichts mehr. Das ist die beste im ganzen Ägypten. Und irgendwie geht meine Stimme langsam weg. Ich sollte vielleicht mal was trinken. Eine perfekte Flut wird erwartet. Sehr gut. Und wieder ein Geschenk. Das nehme ich natürlich dankend an. So kann ich wieder schön Ziegel rausballern. Und er braucht schon wieder Bier. Das kriegen wir hin. So, da haben wir noch 1000 drin. Also können wir eigentlich schon Bier rausschicken. Bier wird rausgeschickt. Ich brauche noch Malara. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich kriege die ganzen Steine gar nicht unter. Und nichts annehmen außer die Ziegel. So, was ist für bei euch? Ihr kommt nicht an Arbeitskräfte ran. Dann können wir das hier auch löschen, die Straße. Hier genauso. Und das nehme ich natürlich an, die Ziegel. Schade, dass ich keine Forderung stellen kann. Kommt da immer noch keiner ran? Doch, jetzt komme ich ran, okay. Bestimmt, weil die Straße weg ist. Hier könnte ich theoretisch noch ein bisschen mit Sperren tricksen. Und dann geht er da vorne raus. Verkürzt den Weg ein bisschen. Sieht halt doof aus, ne? Aber passt schon, ne? Bauen wir einfach noch. Wir haben genug Kohle. Wir bauen einfach mal ein paar Verschönerungen. Mal hier noch eine große Statue an dem Masterbaran. Da noch. Und dort noch was dran. Noch ein paar Gärten können wir hin platzieren. So. Perfekte Flut kommt wie immer. So. Ich werde angegriffen. Da muss ich nochmal auf die Weltkarte gucken. Zu. Ne, eigentlich steht ja nichts, ne? Kauft denn jemand jetzt schon Holz? Ich brauche Holz. Ich kann halt aber auch kein Holz kaufen. Wie soll ich mich da verteidigen? Verkauft. Ne. Bin ich blind? Ja, das Bier kann ich dir gleich mal ausballern. Das kriegst du. So. Ihr verkauft kein Holz. Ne, ihr kauft Holz. Aber ich kann noch kein Holz abbauen. Option, ich brauche Option, schnell Option. In ein Jahr ist sie da. Option, Geschwindigkeit, hallo. Kurz mal runterdrehen. Rohmaterialien, nur Schilfsammelstelle. Brauerei, Weberei, nee. Ich kann kein Holz abbauen. Wie soll ich denn die Leute verteidigen? Kriegshafen. Denn der Kriegshafen braucht auf jeden Fall Holz. Das hier weg. Geh weg jetzt. Los dahin. Kann ich Kupfer importieren? Der verkauft das. Der verkauft das. Auch kein Kupfer. Die verkaufen Waffen. Okay. Ja, aber ich krieg halt kein Holz. Als Pärchen ein paar Waffen einkaufen. Waffen annehmen. Okay. Bauen wir eine Akademie. Akademie. Reicht ja die einfach einen Bogenschützen vor. Und den Drillplatz. Und dann müssen dann die Bogenschützen das irgendwie reißen. Hoffe ich mal, dass es reißen. Und wir drehen hoch. Königreichwertung steigt. So, was haben wir hier? Oh, bei 43. Da müssen wir mal die Löhne erhöhen. Machen wir gleich mal 45. Dann geht es ihm besser. So, und da haben wir auch schon die ersten Bogenschützen. Das nehme ich an. Das ist ja gut. Null Waffen gelagert, aber es kommen trotzdem Bogenschützen raus. In 6 Monaten sind sie da. Das heißt, da baue ich noch ein paar Bogenschützen mehr. Millimetervorhersage, die passt. Jo, mein Gehalt, das passt mir auch, ist okay. Waffen.
Ein Viertel annehmen. Habe ich bestimmt noch nicht geklickt, dass ich es kaufen möchte. Wenn benötigt, dann bestellen wir welche. Und wir drehen mal runter auf 90. Und dann werden wir auch den Fight hier austragen. Ich hoffe mal, ich kann das Schiff dann besiegen, was rumkommt. Da unten kommen sie, okay. Los Armee, schnell runter mit euch. Ja, okay, die Schiffe, Boote können sie kaputt machen. Das passt soweit, ist okay. So, können sie dann hier angreifen. Können ja die Boote nicht angreifen. Da kriege ich die aber auch nicht hin platziert. Okay, jetzt kommen sie über Land. Kommen die auch über Land? Aber wir wollen jetzt rüberkommen. Bringt doch nichts, kommen wir nicht rüber. Das verstehe, wer will. Ich verstehe es nicht. Jetzt schießen sie aufs Boot, das ist okay. Oder kommen die jetzt doch rüber? Dann schicke ich euch mal dahin. Die können das Ziel nicht erreichen, warum denn nicht? Kann ich die da auch nicht platzieren? Aber die kommen lang. Ja, logisch. Na sicher. Jetzt stehen die da rum, ey. Das gibt's ja nicht. Zurück zum Vor. Ich komme halt nicht rüber. Aber die kommen jetzt auf jeden Fall ran. Da muss ich mal Polizeiboy richten. Ne, das schafft das nicht. Die zerstören jetzt hier drüben alles. Das ist nicht schön. Kompanie, ich habe Truppen und die machen halt nichts. Kann ich hier nichts einstellen? Ja, dann macht das halt kaputt da drüben. Man soll's. Pff. Ist mir egal. Ich bin eh gleich durch mit dem Spiel. Hoffe ich zumindest. Ja, das sieht so gut aus. Hier ist auch gleich fertig. Komm, Option. Geschwindigkeit, wir drehen es einfach hoch. Ja, knüppelt alles weg. Soll's. Jetzt steht da drüben und könnt auch nichts machen. Und dann sind sie wieder weg. Ja, dann lasse ich das so drüben einfach brach liegen. Bevölkerung habe ich immer noch genug. Zur Not kann ich hier noch ein bisschen hochknüppeln. Die brauchen Attraktivität, kein Problem. Wir bauen Plätze. Dann gibt es zu wenig Unterhaltung. Das ist auch theoretisch kein Problem. Wir bauen einfach hier eine Tanzschule hin. Und da gehen die Leute schon mal da durch. Denn die werden hier gebraucht. Und bauen einfach noch ein Dings hin. Ein Konservatorium. So. Dann noch Architektenbüro und Feuerwehrwache. So, Festival. Ja, das können wir natürlich für die ausrichten. Aber jetzt noch nicht. Mir fehlt noch ein bisschen Bier. Arbeitslosigkeit 7%, 6%. Das ist soweit okay. Die Felder werden jetzt nicht mehr bewirtschaftet. Das heißt, ich verkaufe keinen Flachs mehr. Nee, dann muss ich hier drüben doch wieder aufbauen. So, hier so ein paar aber nur. So. Apotheke. Arztpraxis. Irgendwie immer das gleiche. Hallo, ja. Zahnarztpraxis. Hallo. Feuerwehrwache. Gucken, ob es vorher kaputt geht. Nö, anscheinend nicht. Und noch ein Polizeiteil. Ja, ich sehe es doch. Und dann knallen wir mal hier die Waren raus. Jetzt brauche ich noch ein bisschen mehr Bier. Dann Bier. Ich brauche mehr Bier. Bier her oder ich fall um. Bier her. Bauen wir hier noch ein paar Brauereien. Das sind noch mal 3 Stück gebaut. Bevölkerung passt ja eh soweit. Das Wasser ist kontaminiert. Arbeitskräfte werden benötigt.
1% ist arbeitslos, das ist okay. Hier drüben läuft es jetzt auch wieder. Ein Festival, ja, ich weiß. Kommt doch Bier, ist doch alles unterwegs. Wir sind am Brauen, Chef. Chef, jetzt kann ich schicken. So. Habe ich da was eingebüßt jetzt durch den Krieg? Nö, eigentlich nicht. Passt soweit, ist okay. Hier ist gleich fertig. Die ist auch gleich fertig. Und jetzt müssten ja wieder Geschenke anrollen. So, die königliche Wertung steigt immer weiter und weiter und weiter. Da kommt noch immer Stein raus. Und wieder eine Flut. Wir haben es gleich geschafft. Nicht mehr lang, dann ist diese Episode auch vorbei. Aber ich würde sagen, ich mache hier noch einen kurzen Cut und wir sehen uns dann gleich wieder bei der nächsten perfekten Flut mit euren Rob und tschüss. Hallöchen und willkommen zurück hier im alten Ägypten mit euren Rob. Und zwar geht es jetzt zum letzten Startschuss. Wir werden jetzt schnell diese drei Masterbeeren fertig machen. Und ich würde sagen, wir legen auch mal gleich los mit 100% Speed. So, Bier kommt. Ja, ich kann schon wieder Bier schicken. Das ist kein Problem, ich habe genug Bier und da geht's raus. Dafür möchte ich aber gerne ein paar Ziegelsteine haben, lieber Pharao. Gib sie mir, ich brauche sie. So, Flachsfarmen werden auch wieder bewirtschaftet. Hier drüben sieht es auch okay aus. Krieg jetzt die Armee, kriegt jetzt hier rüber. Ich habe ja ein bisschen Platz gelassen. Nö, könnt ihr nicht bessern? Wo brauche ich denn einen Transporthafen? Brauche ich anscheinend einen Transporthafen. Okay. Naja, okay, jetzt weiß ich Bescheid. Also ich brauche einen Transporthafen, aber den baue ich jetzt nicht mehr. Das ist eh gleich vorbei. Wie gesagt, die ist... Jo, jetzt sind die gleich fertig, die beiden. Zack. Und dann ist die erste fertig. Bei der dürfte auch nicht mehr viel fehlen. 99%. Einmal Stein fehlt dann noch. Und dann ist die auch fertig. Das heißt, die Monumentwertung müsste steigen. 13%. Wir haben es gleich geschafft. Und produzieren auch genügend Ziegelstein eigentlich. Ja doch, da kommt die nächste Warnladung. Jetzt wird kurz gespeichert. Und wann kommt die nächste Warnladung? Wie sieht's aus? 27%, 92%, 24%. Und du hast wieder nicht genug Arbeitsplätze in der Nähe. Ich könnte noch ein paar mehr bauen. Oh, hatte ich nicht noch woanders welche? Sieht mir gerade zu wenig aus. Habe ich noch 4 Stück? Ich habe anscheinend nur 4 Stück. Ja, dann ist klar, dass es lange dauert, ne? Hätte ich mal ein paar tausend mehr bauen sollen. Da bauen wir einfach noch eine Ziegelei. Was soll's? Hier hin. Kurz vor Schluss wird nochmal einfach alles gebaut. Hier hin, dorthin. Dann sieht es hier wieder scheiße aus. Das heißt, wir bauen hier einfach noch alles voller Plätze und Gärten. So. Was fehlt euch? Annehmen, nehme ich an. Sehr gut. Geschenke sind immer gut. Nicht genügend Unterhaltung, ja, weil die Leute halt nur hier lang gehen und nicht dort lang. So, sieht ein bisschen komisch aus, unser Monument. Unser geklumptes Monument. Aber das ist ja egal. Platz hätten wir noch genug gehabt auf der Map. Unsere Tresor, ne, der ist voll, 58.000 Leben. Geldtechnisch sind wir leicht im Plus, ne. Bauen wir noch einfach hier ein paar Verschönerungen, was soll's hier, ein paar mittleren Statuen. Da kann ich gar nicht synchron bauen. Das sieht auch doof aus, da bauen wir noch so und so. Noch ein paar kleine Statuen. Eine perfekte Flut wird erwartet, das ist immer gut. Und Bier brauche, Bier kriegt er. Bier haben wir mehr als genug. Doch nicht. Oh, mein Bier. Kein Bier vor 4. Brauereien braun. Das hinten macht es wieder gar nichts. Also kann ich das so abreißen. So, da müsste es auch gewesen sein. Und genau so ist es. Wir haben den Sieg errungen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann damit in der nächsten Episode.